Es gibt viele Veranstaltungen dieser Art, aber vom Namen her ist die Triathlon-Europameisterschaft über die Langdistanz in Immenstadt die bestbesetzte und eigentlich wichtigste Triathlon-Veranstaltung in Deutschland in diesem Jahr. 4 Kilometer schwimmen, 136 Kilometer Radfahren und dann noch 29 Kilometer laufen müssen die Athleten auf sich nehmen beim Allgäu-Marathon, bei dieser Traditionsveranstaltung, die seit 1983 regelmäßig ausgetragen wird und ganz besonders gefürchtet bei diesem Triathlon ist die Radfahrstrecke und natürlich die Allgäuer Berge. Und obwohl alles fast hermetisch abgeriegelt ist, damit man in Ruhe Radfahren kann, kann es doch mal sein, dass die eine oder andere Kuh im Weg steht, wie Thomas Klinger und Christian Materna festgestellt haben. Die Triathlon-Europameisterschaft erwacht und mit ihr die Athleten. Mittendrin eine Triathlon-Familie. Die Triathlon-Familie Bayerns. Heike und Harald Funk aus Bad Tölz, beides Spitzensportler mit ihren Kindern. Anna-Maria, Marc Philipp und Frederik. Wir haben ja auch alle Geschäfte. Alles sieht so friedlich aus, dabei ist das nicht. Stichwort Startgeld. Die Funks sind eingeladen, sollen für Deutschland den Triathlon-Verband starten und mussten trotzdem nöhnen. Ja, jetzt haben wir erstmal die 150 Euro bezahlt pro Person und werden versuchen, jetzt das nach dem Rennen von der DTU wieder zurückzubekommen. Aber die anderen Athleten müssen es auch vorgestreckt haben und die wollen es wohl genauso machen. Also ich denke mal, da haben wir schon gute Karten. Also hoffe ich, wenn wir schon in DTU-Klamotten starten und eine Einladung bekommen, dann müsste es eigentlich so gehen. Denn bei allen anderen Nationen, insgesamt sind über 20 am Start, zahlt der Verband, ist das Normalität. Ebenso wie das immer wieder neue Gefühl des sich zurechtfinden müssen bei jedem neuen Triathlonrennen, sind doch alle Veranstaltungen von ihren äußeren Gegebenheiten völlig anders. Natur, Purheit. Das Einzige, das immer gleich ist, ist die Nervosität. Selbst bei Routiniers wie Heike. Glück gehabt, der Beutel ist gerade noch gerettet. Aber die Frage, sind Heike und Harald noch zu retten, 2 Wochen nach dem Ultra-Triathlon von Rot sich wieder so einen langen Kanten zu geben? Die ersten 3-4 Tage nach Rot konnte man fast gar nicht laufen. Also da mussten wir schauen, dass uns die Kinder nicht wegrennen, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Und dann, ich fahre halt zur Arbeit mit dem Fahrrad. Also das habe ich doch regelmäßig gemacht, jetzt in den 2 Wochen. Das sind so 15 Kilometer, aber eigentlich nur fast nur locker. Locker! Und ein langer Triathlon. 2 Dinge, die sich eigentlich ausschließen. Eigentlich. Einer Dänin, Lisbeth Christensen, geht's übrigens ähnlich. Vor 2 Wochen wurde sie Vize-Weltmeisterin im Langtriathlon und heute wartet der Allgäu mit insgesamt 169 Kilometern auf sie und die Funks. Ich denke, vielleicht sollten wir es heute mal einfach als Erlebnis-Triathlon nehmen. Vielleicht läuft es dann umso besser. Nur war der Start pünktlich am Alpsee. Neopren unbedingt notwendig bei 18 Grad Wassertemperatur. Wobei hier in Innenstadt vor 20 Jahren die ersten Neoprenanzüge weltweit für den Triathlonsport konzipiert wurden. Letztes Jahr waren es übrigens 23,5 Grad warm. Naja, die Jahrhundertwärme. Eine Spitzengruppe kristallisierte sich schnell heraus. Frederik Kohl, der Vorjahressieger aus Österreich, gefolgt von Nick Marland, dem Australier, sowie dem Tschechen Petr Thomas als vermeintlich stärkste Konkurrenten. Wobei mit der weißen Bodycup der Italiener Andrea Valiente vorne mitkraut, in sehr erfreulich aus deutscher, bayerischer Allgäuer Sicht, der Lokalmatador Daniel Hehler aus Oberstauchen, 22 Jahre jung, ein guter Schwimmer und das zeigt er auch. Kurz dahinter die ersten Damen, die Britin Beth Thompson mit ruhigem Stil. Etwas wilder Eva Novakova aus Tschechien, nicht minder schnell. Bloß 4 Kilometer sind ganz schön lang. Apropos, die Zahlen, die uns beim langen Triathlon geläufig sind, sind die des Ironman. Das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen. Die Triathleten heute rennen 12 Kilometer weniger, radeln 50 Kilometer weniger, schwimmen mit 4 Kilometern aber 200 Meter mehr als die Eisenmänner. Warum? Wie so oft geht's um die Konkurrenz. Die Zahlen des Ironman sind die Zahlen von Hawaii.
Und die Ironman-Organisation, eine private wirtschaftliche Gesellschaft, vermarktet sich und ihre Strecken. Dagegen steht der internationale Triathlonverband, der zum einen die kurze, die olympische Distanz propagiert und beim langen Triathlon 4 Kilometer schwimmen, ca. 120 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer laufen. Das sind nämlich die Streckenlängen von Nizza, wo schon häufig Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Aber zurück zur Europameisterschaft. Der Italiener Valiente als erster aus dem Wasser mit 49 Minuten 33 Sekunden, zeitgleich Daniel Hele, der aber gleich einen Sprint hinlegte, um als erster auf dem Ministrand laufen zu können. Aber eine falsche Bewegung, ein kurzer Strauchler beim Trinken und schon hatte der Allgäuer Probleme. Er hatte sich wohl verschluckt, kämpfte mit dem Atmen und sich selbst. Natürlich darum, nach dem tollen Schwimmen durch dieses Missgeschick keinen Boden unnötig zu verlieren. Auf die Konkurrenten, die federnden Schrittes davonzogen. Hier galt es, Nerven zu bewahren, ruhig zu bleiben. Schwer für einen 22-Jährigen. Ich habe auf den letzten Metern sehr viel Wasser verschluckt vom See. Und da ist mir ein bisschen alles hochgekommen. Und da ging nichts mehr. Da habe ich erst mal hinstehen müssen. 15 Sekunden, damit der Körper wieder runterkommt. Nach so viel Wasser kommt gleich der erste Berg. Vorfreude auf die Radstrecke. Denn Berge sind das Kriterium im Allgäu. 2 Minuten nach dem ersten Mann stürmt übrigens Beth Thompson aus dem Alpsee. 5 Sekunden dahinter Eva Novakova. Frederik Kohl, der war schon als erster aufs Radl gestürmt. Überhaupt muss alles im Sauseschritt gehen bei den Spitzen-Triathlonis. Selbst bei mehr als 6 Stunden geht es um Sekunden, zumindest für den eigenen Kopf, das eigene Selbstvertrauen, die eigene Zuversicht. Heike Funk brauchte 55 Minuten und 15 Sekunden, war damit 1 Minute 30 langsamer als die Vize-Weltmeisterin aus Dänemark und 4 Minuten hinter der führenden Frau, aber fast 2 Minuten vor ihrem Mann Harald. Der war zusammen mit Nils Görke, einem schwachen Schwimmer, der nicht gescheit trainieren konnte die letzten 2 Wochen wegen einer Verletzung, bei den Rädern. Und nicht mit sich zufrieden. Da war Funk aber nicht völlig allein. Daher die Übersicht. Manchmal aber auch schlichtweg das Pech. Ein platter Reifen nur Meter nach der Wechselzone. Kein guter Auftakt für diese Radstrecke. Die Radstrecke hier, die ist doch was ganz anderes als üblicherweise bei Triathlon-Wettkämpfen. Also technisch viel anspruchsvoller, viele schwierige Kurven, viel mehr Höhenmeter als üblich im Triathlon. Und von daher denke ich, man darf sie nicht einschüchtern lassen. Jeder muss über diese Berge drüber. Und zumindest ist die Strecke nicht windschattenanfällig. Also hier muss jeder Athlet eigentlich seine eigene Leistung bringen bei diesen Höhenmetern. Während auf vielen flacheren Radkursen dann versuchen sich immer die guten Läufe möglichst beim Radfahren auszuruhen und möglichst viel Kraft zu sparen, um dann hinten raus noch schnell laufen zu können. Kühe wurden Gott sei Dank nur neben der Straße gesichtet, allerdings so ein schöner Kuhfladenteppich, auf den mussten die Radler schon aufpassen, trotz aller Bemühungen der 700 Helfer. Bei den 3 Runden nach 44 Kilometer war den tapferen Pedalrittern eh nicht mehr zu helfen. 1200 Höhenmeter pro Runde. Gewaltig. Vor allem war nicht nur die Elite, die Europameisterschaftsteilnehmer auf der Strecke waren, sondern auch sogenannte Altersklassenathleten, Age Grouper im Triathlon-Fachjargon genannt. Tracy Hazeldine aus Great Britain gehört dazu. She loves her bike. Die Liebe zur Strecke hielt sich in Grenzen. Nicht bei Frederik Kohl. Der Österreicher kennt die Strecke ja aus dem FF. Er hat ja doch letztes Jahr den Allgäu-Triathlon, quasi die Generalprobe zur Europameisterschaft, gewonnen und führt auch heute beim Radlfahren. Nick Marchand aus Australien setzte sich auf Platz 2 fest. Und dahinter kämpfte Daniel Hele weiterhin unverdrossen um Platz 3. Gegen sich und gegen die Strecke, die mit ihrem winkligen Verlauf, dem dauernden Auf und Ab, eine wahre Herausforderung ist. Denn es fällt so unglaublich schwer, einen Rhythmus zu finden, in den richtigen Rhythmus zu kommen.
Rad mitfahren. Wie langsam tut's schon weh. Als Sechster wechselte Hele zum Laufen. Der schlimmste Berg übrigens, der Kalvarienberg. 17% Steigung. Heike Funk auf ihrer privaten Tour der Leiden. Und Lisbeth Christensen nach wie vor ihr. Auf der ersten Runde, auf der Beth Thompson in Führung und Fünfte der Europameisterschaft 2003 versuchte, sich an alle Anstiege ihres Lebens in England zu erinnern. Hörbar. Heiß war es zudem, das heißt, viel Flüssigkeit muss dem Körper zugeführt werden, in jeder Form, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Heike Funk, eine Lehrbuch-Triathletin, die sich auf den weiteren Runden einen packenden Kampf lieferte mit Lisbeth Christensen um Platz 2. Und weit ließen sich die zwei nie aus den Augen, aber das macht ja auch schnell. Irgendwie fahre ich halt so durch. Rauskommen. Oh, die Beine sind okay. Steht. Man merkt schon bergauf. Bei den Herren, da führte weiterhin Frederik Kohl. Aber der schwitzte gewaltig. Nicht nur wegen der Hitze, der Strecke, sondern auch wegen seines Vorderreifens. Der verlor immer mehr Luft, wurde platter und platter, genau wie sein Fahrer. Denn so ein Reifen rollt weniger schnell, erschüttert den ganzen Körper. Bei jeder Umdrehung, in jeder Sekunde. Lenkbarer wird das Rad auch nicht. Gut zu sehen, als der Tscheche Martin Matula an Kohl vorbeirauschte, die Führung übernahm und Kohl nur hilflos zuschauen konnte. Ganz anders bei Nils Görke, der Kieler, der die Radstrecke das erste Mal beim Besichtigen vorsichtshalber mit dem Auto abfuhr, holte auf, überholte, trat sich wie geplant nach dem Radfahren weiter nach vorne auf Platz 7 mit 5 Minuten Rückstand zur Spitze. 10 Minuten dahinter auf Platz 16, Harald Funk. Okay, was von der Heike? Nee, gar nichts. Der ging's weiterhin gut. Kein Wunder, bei so einer Unterstützung. Die brachte sie auf Platz 2 beim letzten Wechsel. 4 Minuten hinter der Vizeweltmeisterin aus Dänemark. Bei den Herren setzte Nils Görke zu einem seiner berühmten starken Läufe an. Obwohl er für sich selbst das Gefühl hatte, langsam zu laufen, den Kilometer so bei 3 Minuten und 50 Sekunden, setzte er sich stetig an die Spitze. Allerdings war die 7-Kilometer-Runde viermal zu durchlaufen. Das kann eine einsame Angelegenheit sein, muss aber nicht. War es nicht für Gerrit Schellens aus Belgien, immerhin schon 38 Jahre alt und nach dem Radfahren nur 12. Aber was sind schon 10 Minuten Rückstand für einen begnadeten Läufer, der die 30 Kilometer mal locker in einer Stunde 49 Minuten abspult und so Europameister wird in einer Zeit von 6 Stunden 49 Minuten. Ihn sag, bin ich gestürzt mit dem Fahrrad zu Hause und es hat ganz weh getan diese Woche und ich fühle mich nicht so gut heute Morgen und nach lang die Fahrradstrecke Vater ging, wo es alles besser und ich wusste, mein Laufen ist immer stark und in der Laufen habe ich alles gut gemacht und ich bin sehr froh. Zweiter wurde mit einem minimalen Rückstand von 1 Minute und 12 Sekunden Nils Görke, der 30-jährige Profi, der so mit seiner zwickenden, verletzten Wade kämpfen musste. Bis Kilometer 25 war es sehr gut. Also ich habe es beim Radfahren schon gemerkt und es tat in der letzten Runde verdammt weh und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt laufen kann. Und dann dachte ich, probiere es einfach mal. Und dann ging es immer besser und zum Ende hin wurde es dann doch schmerzhafter. Und die letzten 5 Kilometer hat es dann permanent gekrampft. Da war ich froh, dass ich so einen Vorsprung hatte. Und insofern bin ich über den zweiten Platz super, super zufrieden. Da war Lisbeth Christensen noch nicht im Ziel. Sie bewegte ihre 1,82 Meter, aber immer noch recht flott. Ganz im Gegensatz zu Heike Funk, die aber tapfer durchlief. Und zwar genau wie ihr Ehemann Harald, der als 14. der Eliteklasse einen Platz hinter Lokalmatador Hele ins Ziel marschierte. Auch bei Heike machten sich die Strapazen des Ironmans vor 2 Wochen bemerkbar. Lisbeth Christensen, die bei der Weltmeisterschaft 400 Meter von dem Ziel noch abgefangen wurde, beschenkte sich selbst mit dem Europameistertitel.
Heike Funk sich, ihre Kinder, ihre Familie mit Platz 5 nach 7 Stunden, 51 Minuten, 41 Sekunden. Die Gedanken aber immer noch bei der härtesten Radstrecke, die Tölzerin jemals gefahren ist. Ich glaube, bei den Bergen braucht man eigentlich mehr mentale Kraft. Ich habe es gemerkt beim dritten langen Berg, also bei der langen Steigung in der dritten Runde, ich wäre fast vom Fahrrad gekippt. Ich bin dann gerade noch eine Trittfrequenz von 45 gefahren und habe mir versucht, irgendwie auf dem Rad zu halten, weil einfach so vom Kopf her schon so leer war. Wenn Sie traurig sind,